Das ist saukrass. Stimmt. Die kann ja die Gute. Die gute Stude. Die war ja so die gute Stude. Aber die war ja so semi-gut, ne? Ah, Stude. Ey, Alter, jetzt hier nicht im Let's Play, Alter. Was geht denn ab? Also semi-gut. Ich wollte nur einmal das auch sagen, weil irgendwie semi-gut. Voll viele sagen irgendwie, ja, das war halt so semi-geil oder so. Weißt du? Ja. Wollte ich auch mal so. Weißt du? Da ist er doch. Dachte ich mir. Warum war ich hier noch nicht drauf? Ja, stimmt. Und jetzt mit der Elisa, ne? Richtig. Ja, komm, dann ziehen wir es nochmal 2 Jahre, dann haben wir vielleicht auch die Hochzeit dabei. Allalalala. Ich meine. Stern. Stern. Sebastian hat einen gelben. Einen grünen Stern. Stern. Yeah. Ah. Sebastian hat 62 Sterne. Wo war eigentlich das Problem? Ah. Burn the big bully again. Again. Ah. Ich komme mit meiner Webcam. Cam. Webcam. Sebastian, willst du mal mit mir rappen? Rappen. Klar. Dann fang doch an, in das Mic zu steppen. Steppen. Red Hot Kittenbox. Red Hot Kittenbox. Das ist ja voll der geile Satz. Red Hot Kittenbox. Sebastian ist in der Feuer. Lava. Sebastian meint, er kann Genki Dama. Alle. Was? Du kannst eine Genki Dama, Dragon Ball Z. Ah. Sebastian hat den Big Bully gefickt. Fickt. Also das ist ein Spiel, so ein Spiel. Okay. Jeder sagt immer einfach nur ein Wort, okay? Okay. Und so. Ich. Fick. Deine. Mutter. Warum? Kein Plan. Ekelhaft. Ja. Schwöre. Nein! Doch. Okay. Elendig. Verreckt. Mit im Bordell. Ach scheiße. Von. Doch, was? Im Bordell? Von. Satan. Ist das. Ah, nee, ein Wort. Ist. Es. Schön. Spritzig. Und. Witzig und nass. Oh, geil. Achso, wie geht das? Hier. Warum? Bist. Oh Mann, das ist ein Scheißspiel, wenn man hier nebenbei spielen muss. Ja, deswegen ja. Also, warum bist du so gefickt? Das ist ja kein. Ja, warte mal, das ist ja doch, okay, gefickt. Okay. Vom. Henna. Aus. YouTube. Und? Ich zock.de, ich nehm's mal als ein Wort. Ja, es ist ein eingetragener Begriff, von daher. Und ich zock.de, denn. Ich. Will. Gerne. Sex. Mit. Jill. Ich wusste, wow! Ich wusste. Hab deine Freundschaft in Facebook gekündigt. Echt? Ja. Viele Grüße an Jill Herpisch. Alter, ich bin so dumm. Wieso hast du das getan? Weil sie mir nicht mehr schreibt. Sex Nutte. Ganz ehrlich, aber Jill, wenn du dieses Video wenn du dieses Video sehen solltest, du solltest immer wissen, auch wenn ich dich so oft. Auch wenn ich dich so oft gehänselt oder genervt oder was auch immer mit dir getan habe, mich entschuldigt habe für Sachen, die ich nicht ernst gemeint habe und auch die Entschuldigung nicht ernst gemeint habe. Es ging mir immer nur um eins. Ich wollte Sex mit dir. Ich hoffe, sie sieht das. Ich hoffe auch. An alle Leute, die jetzt sich denken, okay, Jill hört sich ja ganz geil an. Leute, ihr kriegt's kotzen. Facebook, ihr wisst Bescheid. Ja, Link steht in der Beschreibung. Alter, war das nicht bei der Dienstagsaufnahme auch mit dem Hans irgendwo? Ja, natürlich. Alter, alles mit Alter, drin. Alter, legendär. Lass der Mann lebt übrigens nicht mehr. Der Mann ist leider Nee, dieses? Nee. Also könnt ihr jetzt mal ruhig eine Schweigeminute einlegen. Ich nicht. Okay, wir machen jetzt mal eine Schweigeminute. Okay. Warte. Boah, ich hol mal mein Handy, mach einen Stopp hier an. Okay. Der ist dieses Jahr gestorben. Ja, ich kann's auch einfach auf die Aufnahme gucken. Ist er dieses Jahr gestorben? Keine Ahnung, du bist der Spezialist für Hans-Jürgen. Wow! Kennst du das? Ich will meine Stoppuhr anmachen und geh auf den Taschenrechner. Ist ähnlich, aber ich kenn's tatsächlich, ja. So, Stoppuhr, 1, 2, 3, Schweigeminute. Ja, okay, genug auch für Hans-Jürgen. Nee, langt aber, oder? Okay. Jetzt ist ja schon ein bisschen her. Ja, das macht dann auch wieder nicht lebendig. Vor allen Dingen, erstens kennt ihn keine Sau. Ja, aber er war ein Ehrenmann, ohne Scheiß, er war echt ein Ehrenmann. Also war echt, war ein Patient von uns, mein Datenschutz hin und her, egal. Wir haben ihren Namen, glaube ich, nicht erwähnt. Na, außer Hans-Jürgen kann ja jeder rein, ne? Ja, Hans-Jürgen könnte auch. War echt ein Ehrenmann, ey, das war so ein geiler Patient, ohne Witz. Der war, weißt du, es gibt so Patienten, die kacken echt so voll den Kopf ab, ne? Ja. So, weiß ich nicht, die sind so, ja, einfach ein bisschen schon 10 Uhr. Ja. War ein bisschen nicht um 10 Uhr da und hin und her. Und, weißt du aber, dass du unterwegs auf das Spiel mit Menschen arbeitest, das kapieren die nicht.
Aber da wäre echt so, hast dem schön Päckchen Kippe mitgebracht. Schön. Da hält der es mal. Schön Päckchen Chips. Och Gott. Schön Päckchen Chips. Päckchen Flips. Ne? Ja. Wo das schon Anspruch gehabt wird. Na, ja, eine schöne Cola noch dabei, ne? Oder immer so einen schönen Früchtetee. Der war der glücklichste Mensch der Welt. Der hat so einen kleinen Fernseher gehabt, weiß nicht, ob es noch 8 Zoll gibt, aber ich glaube so 8 Zoll oder so. Ja. Unglaublich, der Typ. Egal, da bist du um 1 hingegangen oder um 3 oder um 10 oder um 8, wann du Bock hast. Cool, der wird nichts vorgehabt haben im Leben, ne? Was hat er? Der wird nichts vorgehabt haben an dem Tag, oder? Der war ein Soldat, Bro. Ja, gut, aber. Nee, der ist ja eh nicht ausgegangen. Aber es gibt Patienten, die können nicht mal laufen und ficken deinen Kopf. Mhm. Ja. Also so. Ich hab einen Patienten. Aus Prinzip. Ich hab einen Patienten, der will um 7 versorgt werden morgens, ne? Ja. Wenn du da bis 7 nicht aufgetaucht bist, brauchst du gar nicht mehr hinzugehen. Einfach so, weil er dann sagt, nö. Und dann seine Frau ihm wäscht, wobei ich mir dann denke, dann soll ich jeden Tag warten. Was ich meine. Wow! Also wenn man nicht mal 15 Minuten warten kann. Dann ist auch nicht gut, ne? Ey, Gangbang. Gut gemacht, Sebastian. 65 Sterne. 64. Achso, sag ich. Okay. Passend zu Nintendo 64. Gib mal Blick auf den Nintendo 64. Was, dann wartest du auch immer ein Spiel von Super Mario? Das wäre schön. Vielleicht ist ja mittlerweile eins rauskommen, wenn die Folge rauskommt. Das ist schon relevant, wenn die Folge rauskommt. Ich kann es gar nicht wissen. Wobei, wenn es dann mal losgeht, dann geht es relativ schnell. Wenn es dann losgeht, dann geht's los. Weil dann geht's ja täglich los. Ja, jeden Tag 4 Folgen. Wow. Nee, Mann, ey, da hätte ich gar nicht glaubt. Jeden Tag eine Folge lang. Boah, wo ist denn die Kappe? Die ganzen scheiß Folgen zu planen, ne? Ja, das wird dann, ne? Wird ja, easy. Ja. Kann man ja Woche zu Woche machen. Ja, ganz easy. Machen wir einfach, weißt du, wollen wir uns das letzte Play aufheben? Wenn wir uns denken, aber ja, Mann, gehen wir mal in den Urlaub. Dann bringen wir einfach für 2 Wochen diese Folgen, dann haben wir ausgemacht. Echt so. Ganz ehrlich, macht 2 Millionen Klicks jede Folge. Ungefähr, oder? Wow, wo kommt der denn her? Ungefähr, oder? Meinst du? Ja, doch, ne? Ja, 40 Milliarden macht schon. 40 Milliarden, finde ich ein bisschen viel. Aber so 2 Millionen pro Tag, pro Folge. Pro Kurve? Pro Kurve, müsste eigentlich richtig gehen. Also, wir waren bei unserem Spiel stecken geblieben. Wir können ja noch ein anderes Spiel spielen. Sagt dir der 2 Worte. Ich fick. Oh Mann. Komm, eine Minute. Warte. Roman ist gut, das sind 2 Worte. Ich mach schon Roman, ne? Roman ist aber 2 Worte. Meinst du aber Roman oder den Roman? Nee, okay, warte mal. Wir fangen jetzt an, ne? 1, 2, 3. Lutsch, meine. Verschwitzen Eier. Ende. Fick. Ja, das waren 3 Worte, ja. Was? Verschwitzen Eier? Ende. Ah, das ist ein Witz. Fick deine. Geile Freundin. Aha. Meine Freundin. Ist geil. Ich dreht den Club auf die Veranda von Jill. Ja, war passt. Wow. Jill, Svenja. Oh, die geile. Das klappt nicht, das klappt nicht. Okay, war 3 Wörter, aber egal. Du bist. Richtig. Warum jetzt? Ach, das waren 2, du bist wirklich dumm, ey. Richtig cool. Und? Nein! Schön. Okay, die Mode. Boah, geil. Was ist das, wenn ein Spiel einfällt? Sagst du mal Bescheid. Ich habe ein Tor geschossen. Wir können ja auch versuchen. Oh Mann. Wir können ja versuchen. Moment. Ja. Wir können ja versuchen. Ja. Moment. Wir können ja versuchen. Ich habe mal gedenkt. Wir können mal versuchen. Moment. Das geht aber nicht. Was denn? Jedes Wort, was wir sagen, muss denselben Anfangsbuchstaben haben. Also du meinst denselben Anfangsbuchstaben? Ja. Machen wir doch so, jeder sagt ein Wort und das Wort vom, also der Endbuchstabe muss der Anfangsbuchstabe vom neuen sein. Sorry, ich hab die Kopfhörer im Kopf. Also nochmal, also was jeder? Also wenn du jetzt sagst Hurensohn, dann muss ich mit Hurensohn anfangen. Mit N was anfangen. Achso, mit dem Endbuchstaben. Genau. Und okay. Wir haben das Level fertig. Lutsch meine ekelhaften Eier. Ein Wort. Achso, ein Wort. Ja, oder? Okay. Ficken. Neulich. Hurensohn. Okay.
Ehrenmann. Das ergibt ja gar keinen Sinn.